Ja, hallo und herzlich willkommen dann auch zu unserem neuen Videoblog hier. Heute befassen wir uns mit dem Thema schlechte Laune. Kackmist. Immer wenn ich so schlecht drauf bin wie heute, dann gehe ich um Block. Also gehe ich heute für den Block um Block. Das ist albern, ne? Nee, ich bin heute nicht gut drauf, echt nicht. Scheiß Formatradio, kann ich nicht an Kopf haben. Immer Phil Collins. Ja, und immer dieselben Hits, ne? Immer dieselben Hits. 80er, 90er. Immer, Mann, dieselben. Wirtschaftskrise. Fahrzeuglärm. Alles Kacke. Jetzt fängt das auch noch an zu regnen, oder was? Und die sagten noch, nein, brauchst doch keinen Schirm mitnehmen. Musst du nicht, fängt doch nicht an zu regnen. Quatsch. Bis auf die Knochen bin ich durchnässt, wenn ich wieder da bin. Ja, ich habe keinen Schirm. Es ist Wirtschaftskrise. Mann, ich weiß gar nicht, was sie immer alle von einem wollen. Nicht? Also immer nur drauf und Leistung. Leistung. Immer wollen die Leistung. Oh nein. Hundekacke. Blöde Häuserblocks, ey. Ja, was? Können Sie ja nicht Bagger fahren? Bringt doch alles nichts hier. Wir haben hier nichts zu lachen. Die Stimmung ist einfach im Keller. Bin ich eigentlich der Einzige, dem es so scheiße geht hier? Hä? Oh. Ist auch manchmal schlecht drauf. Was? Ist auch manchmal schlecht drauf. Ja. Naja, der hat's gut. Haben Sie auch manchmal schlechte Laune? Nee, danke. Mir meine schlechte Stimmung ab. Ich habe mir gerade eine Currywurst mit einer Pommes geholt. Das ist eine gute Idee. Ich hole mir auch eine Pommes. Danke. Ich wusste es. Ich komme nicht über die Straße. Hier fahren wieder dermaßen viele Autos, da ist kein Durchkommen. Pommes kann ich mir gar nicht mehr leisten. Ach, da ist ja die Pommesbude. Schlechte Laune. Ich auch. Darum, ist heute gar nicht mein Tag. Nee, meine auch nicht. Darum möchte ich heute keine Pommes. Und ich bin noch viel zu deprimiert, um überhaupt Pommes zu essen. Ich kriege die gar nicht bis zum Mund, so von der Kraft schon alleine. Hallo. Deprimiert mit Pommes. Was wollen Sie überhaupt? Was haben Sie da? Ach, das ist diese Kamera. Ich muss sie mitschleppen hier. Sie wird doch nass. Ja, ich weiß. Geht wahrscheinlich auch kaputt. Ihre Laune wird besser ab 18 Uhr, dann gehen nämlich draußen die Säuferlaternen an und dann klappt das Herzchen. Haben Sie auch manchmal schlechte Laune? Immer. Immer? Kann alles sein, was tun Sie dagegen? Filmen lassen. Filmen lassen? Oh, das ist eine gute Idee. Ich fress doch nicht dauernd Pommes. Bin ich dann bekloppt oder was? Ich komme wieder nicht über die Straße. Immer dasselbe. Voll bescheuert sowas. Ey, ich mache auch keinen schlechten Launeblock mehr, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das zieht voll runter. Oh, das war knapp. Da wird man auch genervt nach hinten hin, da wird man echt genervt. Das macht keinen Spaß. Ja. Immer nur gucken, 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 glotzen. Hab ich doch auch gefressen allmählich. Habt ihr nichts anderes zu tun? Penner, ey. Ihr Pisa-Versager. Den ganzen Tag vorm Rechner abhängen, ne? Internetfernsehen, ich glaube, es hackt. Ey, sowas braucht kein Mensch. Lies doch mal ein Buch. Oh, scheiße. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das überhaupt antue hier. Durch den Regen latschen.
Nur für so einen scheiß Block? Damit sie was zu gucken haben oder was? Mann, Mann, Mann. Nee, ich hab mir das überlegt. Ich mach das auch nicht weiter hier mit dem Block einfach. Dazu bin ich viel zu schlecht drauf, echt. Ich habe auch das Gefühl, das interessiert sie gar nicht hier. Aber wie sieht denn das aus? Ist doch total bescheuert. Entschuldigung. Und immer mit der Kamera draufhalten, ne? Scheiß Privatsender. Ich glaube, sie sollten besser abschalten. Und sich dieses Video gar nicht weiter angucken. Da kriegen sie bloß schlechte Laune. Und sie könnten doch zum Beispiel was häkeln. Ja, mir doch egal. Sie sind ja immer noch da. Oh ey, jetzt schalten sie endlich ab. Bin ich bitter lustig oder was? Jetzt ist Schluss. Jetzt ist echt Schluss. Ich stelle jetzt die Kamera ab. Bin ich denn der Leo oder was?